Kornbrennen sind sehr häufig mineralogisch zerniert. Das bedeutet, sie haben einen Kern aus Olivin und darum herum einen Rand von Pyroxen, meistens mit sehr geringen Konzentrationen von Calcium. Hier sind jetzt mal zwei elektronenmikroskopische Rückstreuelektronenbilder dargestellt von Kornbrennen. Und man sieht, dass man im ersten Moment keine wirkliche mineralogische Zernierung erkennen kann. Auf dem linken Bild fast gar nicht. Auf dem rechten Bild kann man es zumindest ein bisschen erahnen, dass da vielleicht so ein bisschen ein schwarzer Rand außenrum ist. Jetzt kann man mit der Mikrosonde auch noch Elementkartierungen von zum Beispiel Kornbrennen machen. Und aus diesen Elementkartierungen lassen sich dann Facemaps erstellen. Das bedeutet, dass man die unterschiedlichen Minerale mit Falschfarben darstellt. In dem Fall soll jetzt einmal Olivin in Rot dargestellt werden und Pyroxen in Blau. Und dann habe ich die Rückstreuelektronenbilder hier mit diesen Facemaps überlagert und will jetzt mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und sobald man diese Facemaps hat, kann man instantan auch sofort diese mineralogische Zonierung sehr gut erkennen. Also in Rot im Kern der Olivin, außenrum der Pyroxen, beide sind zonierte Kondren. Man kann das sofort sehr gut erkennen. Ich lasse es nochmal laufen, nur um das ein bisschen mehr zu illustrieren. Jetzt ist die nächste Frage, wie viele dieser Kondren sind eigentlich mineralogisch zoniert? Und das wird in diesem Diagramm gezeigt. Das ist ein Kategorienplot. Auf der X-Achse hier sind die verschiedenen Chondrite aufgetragen, auf der Y-Achse der Anteil der zonierten Chondren an allen Chondren. Und man kann dann hier systematische Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten erkennen. Also bei den kohligen Chondriten zum Beispiel ist der Anteil der zonierten Chondren relativ hoch, mit fast 3/4. Die gewöhnlichen Chondren sind etwas geringer, mit vielleicht 40%, Enzatit-Chondrite 31%, Humerutis knapp 50% und Kakangaris in etwa 7%. Das sind jetzt alles 2D-Daten. Was bedeutet das? Wir schauen in einem Schliff, welche Chondren sind zoniert. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir in einem Schliff eine Chondre aufgrund des Schnitteffekts vielleicht gar nicht als zonierte Chondre erkennen. Das passiert, wenn, ich mache mal hier eine Chondre, die ist jetzt, hat Olivin im Kern, also ist rot, und außenrum dieser Rand von Pyroxen in einem sehr dunklen Blau hier. Und wenn wir jetzt diese Chondre beispielsweise hier schneiden, also jetzt schauen wir praktisch von der Seite auf diese Chondre drauf, dann sehen wir natürlich, werden wir aus diesem Schnitt eine sehr schöne zonierte Chondre erkennen. Wenn wir es aber hier schneiden, dann sehen wir nur Pyroxen und würden es nicht als zonierte Chondre ansprechen. Und das ist was, das natürlich auch, wenn man 2D-Chondrenzählung macht, auch passiert. Man zählt im Grunde genommen zu wenig zonierte Chondren. Das kann man korrigieren, indem man noch 3D-Chondren, Chondren 3D misst, indem man einen Dickschliff nimmt, den sequenziell abschleift beispielsweise, dann lassen sich 3D-Chondren auszählen. Wenn man das macht, findet man, dass der Anteil zwischen 20% und 80% höher liegt. 20% bei kohligen Chondriten und gewöhnlichen Chondriten, bei Enzatit-Chondriten dagegen kann es bis zu 80% höher werden. Das liegt daran, dass die Chondren in Enzatit-Chondriten sehr dicke, zonierte Ränder haben. Das heißt, der Anteil der Enzatit-Chondrite liegt vielleicht auch bei so etwas wie zwischen 40% und 50%. Der Grund für diese mineralogische Zonierung ist sehr wahrscheinlich, dass ein Austausch stattgefunden hat zwischen der Umgebung mit den Chondren. Da war vielleicht nur Olivin drin, in der Umgebung war SiO drin. Der Olivin reagiert mit dem SiO im Gas und daraus bildet sich dann der Pyroxenrand. Also diese zonierten Chondren sind ein Beleg für dieses offene System, das Chondren waren. Deshalb sind diese mineralogisch zonierten Chondren auch absolut wichtig, um diese Prozesse zu verstehen. Und diese unterschiedlichen Anteile, die man findet, spiegeln eben auch wieder, dass es zu welchen Anteilen es diesen Austausch gab mit der Umgebung oder ob vielleicht Chondren später nochmal reproduziert wurden und so weiter. Deshalb ist es sehr wichtig zu wissen, dass es diese mineralogischen zonierten Chondren gibt, wie viel es davon gibt, und deren Studium erlaubt sehr viele Rückschlüsse über den Chondrenbildungsprozess und das Gebiet, in dem sich Chondren gebildet haben.